Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sea of Stars. Es geht hier einiges ab, das sage ich euch. Der Eremit des, ich habe vielleicht vergessen, wie der heißt. Ein böser Eremit wurde wiederbelebt, ja, indem sie einen anderen Eremit quasi geopfert haben, indem wir einen anderen Eremit bekämpft haben für die Bösen. Ja, und jetzt müssen wir alle Bewohner hier retten. Hey, wir werden diesen Dorfbewohner schützen, dafür stehe ich mit meinem Namen, Kinefen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Keine Sorge, wir können schon selbst auf uns aufpassen. Hey Kumpel, wenn du andere Dorfbewohner siehst, schick sie zu uns. Mach ich. Ja, wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Wenn ihr irgendwas für die Reise kauft, haben wir Geld für den Wiederaufbau. Ja. Brauche ich nicht. Ja. Weil die Monster hier sind sehr stark, also. Die haben schon ein bisschen was drauf. Da steckt man fest. Also, als alles einstürzte, wurde ich beinahe zermalmt. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Hier, es ist nicht viel, aber es hilft hoffentlich. Danke, einfacher Salat. Meine Güte, ist alles kaputt einfach. Die Viecher sind stark. 338 ist heftig, oder? Komm, hör doch mal den Kieser auf. Und dann sind die immer sofort dran, ne? Alter, da, okay, das macht viel Schaden. Muss ich den immer voll aufgeladen haben hier, oder wie? Okay, bei ihm hat das echt wenig Schaden. Also mit ihr. Okay. Mache weiter, mach ruhig. Ich muss immer mit Dreier-Kombo raufhauen, dann gehen die halt schnell, relativ schnell tot. Danke, ich war sicher, ich müsste hier und heute sterben. Schaffst du es allein zum Hafen? Die Leute versammeln sich dort, während wir uns um die Monster kümmern. Ich? Ja, danke, ich wünschte, ich hätte mehr anzubieten. Tomatensandwich ist doch nice. Piu, piu. Ja, das ist die Bahn, ne? Die Bar. Gut, jetzt kann ich jetzt nichts. Ich will aber auch niemanden verpassen, ne? So. Zum Glück sind nicht viele Kreaturen hier. Wahrscheinlich von oben, ne? Ah.
fast getötet. Ja, ja. So. Ja, leg halt wieder hin. 1, 2, 3. Nein, oh, ich bin so dumm halt einfach. Oh mein Gott. Weil ich so schnell drücke. Ja, so bringt das nichts, ne? Mit ihr. So, jetzt aber. Meine Güte, ich bin ein bisschen doof. Uff, das war knapp. Ich sollte mich zum Hafen aufmachen. Vielen, vielen Dank hier. Hier. Danke für die Pilzsuppe. Das macht mir Angst, wie viel Heilung die ich kriege. Das macht mir echt Angst. Ah, oh, Jemini einfach. Macht, macht, macht. Hab sie kann mit Seil gleich angreifen. Seil? War das Seil, ne? Ja. Es ist ätzend, wenn die so viel Leben haben, einfach. So, darf jetzt Dale wieder dran sein? Meine Güte, diese Viecher sind so nervig einfach. Die immer dran sind. Holy moly. Man braucht für die viel zu lange. Das ist der Einsturzkrater da. All die unschuldigen Leute. Wie groß ist dieses Ding? Hey, ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Wir haben alle Monster vernichtet. Es ist fürs Erste vorbei. Das Große ist weggeflogen. Es könnte zurückkommen. Keine Sorge, meine Freunde. Ihr sind stärker als das große Monster. Wirklich? Absolut. Hier ist es vorerst sicher. Bitte versammelt euch mit den anderen am Hafen. Wir lassen euch nicht im Stich, wir bringen das in Ordnung, versprochen. Danke.
Hoffentlich geht es meinem Bruder gut. Stimmt. Wir können hier nicht bleiben. Wo sollen wir hin? Wir müssen uns eine neue Bleibe suchen. Ich wurde hier geboren und werde hier sterben, wie meine Ahnen. Wir werden alles wieder aufbauen. Ich werde lieber woanders hin. Gehen. Okay, ganz ruhig. Wir arbeiten auch an einer Lösung. Was sollen wir hier tun? Einige von ihnen müssen sicherlich fort, aber... Für Lucent sind es so viele. Außerdem haben die dortigen Einwohner ihre eigenen Sorgen und Probleme. Jolanne, fällt dir irgendein anderer Ort ein? Ah, ich schätze, ein paar von denen brauchen einen Neustart. Kinnissen? Was mit der kleinen Insel im Nordosten? Oh, die Unbewohnte mit den Kieferwäldern? Könnte funktionieren. Ganz genau. Wir kennen den Weg, aber mit der Kauderbarke können wir nicht hin. Dazu müssen wir auch aufs offene Meer, also braucht es ein ordentliches Schiff. Okay, das klingt schon mal gut. Gute Neuigkeit, Leute. Wir kennen den perfekten Ort für alle, die brisk verlassen und neu beginnen wollen. Juhu. Hat zufällig jemand von euch ein Schiff? Hör mal, Kumpel, ich bin ja praktisch veranlagt, aber dieser Hafen ist im Eimer. Bleibt nur noch eine Option, wie es scheint. Oh, deine Gedanken gefallen mir, Freund. Dann schieß mal los, Großer. Wir holen uns die Abendliche. Klares Nein, Freundchen. Dazu kommt es erst, wenn die Kapitänin es will. Kinefer hat recht. Die Zeit ist reif. Ahoi, Kapitänin. Wir dachten schon, du wärst weg. Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht, wegen der Haare. Das war sehr ähnlich die ganze Zeit. Und man hat es nie zur selben Zeit gesehen. Das kommt auch da hinzu. Wird dieses Schiff gut genug sein, um die Zita zu der Insel zu bringen, wie Jolande erwähnte? Bitte, Sohn. Die Abendliche könnte selbst das Meer von... Jolande. Verzeihung, Kapitänin. Sie wird uns dorthin bringen, garantiert. Okay, wie sieht der Plan aus? Das Boot ist verflucht, oder? Tatsächlich ist das der einfache Teil. Wir müssen nur an Bord und die Besitzer treffen. Dann muss die Kapitänin das Schiff mit der von euch beschafften Münze unter der Einwilligung kaufen. Ja, außerdem hat sie diese Münze unter der Einwilligung den Fährmann gegeben, ne? wo hat diese Cyber... Assassine denn überhaupt das Ding her? Ein solider Plan. Außerdem und sie hat einmal den Haken abgeschraubt. Deswegen habe ich schon gedacht, okay. Da kommen wir nicht mal ins Schwitzen. Das werden wir noch sehen. Fürs Erste, wandern wir zur Halbinsel und warten. In der Dämmerung wird die Abendliche für einen kurzen Moment erscheinen. Das Zeitfenster ist kleiner, also müssen wir an Bord gehen, ohne zu zögern. Kein Problem, Kapitänin. Bin sowas von aufgekratzt. Ihr drei werdet nicht mit uns kommen. Kapitänin? Wenn wir es nicht schaffen, müsst ihr einen anderen Weg finden, den Dorfwohnern zu helfen. Nein, wir bereiten uns schon so lange darauf vor. Unser Endziel ist dasselbe, aber vorerst bleibt ihr in Sicherheit. Könnt ihr das für mich tun? Alles für die Kapitänin. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Kinefen. Ah ja, Kapitänin. Können wir euch wenigstens sicher zur Halbinsel geleiten? Natürlich. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Oh, da bin ich. Habe ich heute bestimmt der Gall versteckt. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. So plötzlich. Ich bleibe. Wir bauen alles wieder auf, machen Bristol noch besser als je zuvor. Krieger der Sonnenwende, nochmals danke, dass ihr mich vorhin gerettet habt. Ihr wart wahrlich heldenhaft. Hier nehmt diese kleine Belohnung für eure Taten. Einfache Rüstung. Danke. Wirklich. Ich habe alles verloren. Ich kann hier nicht bleiben. Jo. Ich speichere mal kurz, ne? Und dann stehe ich mal gleich in See, ne? Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Aber wenn ihr irgendwas für die Reise kauft, haben wir viel Geld für den Wiederaufbau. Wir haben keine Zuhause mehr. Oh, was soll man tun? Das war gruselig.
So, dann stechen wir in den See. Ja, oder wir hauen ab. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja. Wo sollen wir sonst hin, ne? Wir müssen zum Geisterschiff. Und das Schiff holen. Wobei das die Halbinsel ist. Und dann sprach er, spürte den Schmerz der ewigen Sünde und verwandelte sich in eine halbseidene Gestalt mit schönem Gesicht, die mit gefiederten Flügeln sanft auf einen Apfel blies. Was ist dann passiert? Wir tranken ungefähr 26 Elixiere, die wir für später aufsparen wollten, und siegten schließlich. Hussa! Ein tapferer Kampf. Bereit machen, wir legen demnächst ab. Befehle, Kapitän. Kapitänin, beschützt die Dorfbewohner, bis wir zurück sind. Wird erledigt. Gute Reise, Kapitänin. Es geschieht alles so schnell, dass kaum Zeit für Erklärung bleibt, also... Sie ist Ninja, sie ist Kapitäne, Piratin, was denn noch, ne? Bitte sag meiner Mannschaft nichts. Sehr reich, wir wussten das eigentlich schon. Wieso habt ihr da nichts gesagt? Du bist eindeutig auf unserer Seite, nur das zählt. Ja, welche Gründe du auch immer hast, sie müssen gut sein. Oh, und danke, dass ihr die Münze für meine Rettung benutzt habt. Wir haben uns geeinigt, dass du dein Geheimnis wahren darfst. Also, aber gut, dass du uns jetzt vertraust. Es tut mir leid, ich hätte... Schon gut, wir sind jetzt ein Team. Ihr versteht also, dass die Eroberung der Abendliche nicht so leicht wird, wie gedacht ist? Yep. Und außerdem schulden wir dir was, also umso besser. Danke. Jetzt. Ja, mal sehen, was das wird spannend, ne? Die Abendliche holen. Die Abendliche. Narren, die Abendliche wird jeden Moment in die See des Nachbars zurückkehren. Geht sofort von Bord. Was ist passiert? Ich habe jemanden gesehen und dann... Willkommen in der See des Nachtmars. Tolle Leistung, eure Seelen einfach so an einen alten Piratenflug zu binden. Hallo? Wir wollen das Schiff eigentlich selbst übernehmen. Das ist mal ein guter Witz. Und wie wollt ihr das anstellen? Diese zwei hier sind Krieger der Sonnenwende. Wie bitte? Sie können Sonnenmagie einsetzen, niemand ist dagegen immun. Sonnenmagie, was? Wie kann es nur so ein Zufall sein? Ihr seid eine Halluzination, nicht wahr? Seht euch vor! Okay, Stormcaller hat eure Anwesenheit gespielt. Ich schätze, das macht euch real. Du bist also die sich die Steuerfrau nennen. Mein Name ist Hortense. Benutzt ihn. Keine Ahnung, wieso ihr alle hier seid, aber schön, dass es euch hier endlich mal gegen diese Dinger kämpfen kann. Du meinst, die Geistpiraten? Sind sie nicht? Meine ehemaligen Besatzungen. Ei! Tja, Meuterei bringt einen da unten irgendwo hin. Nun ist es wohl noch schlimmer, eine Meuterei anzustacheln. Mancher wünschte ich wäre auch ein hinloser Untoter. Also dein ehemaliger Kapitän, dieser Stormcaller, wie halten wir ihn auf? Wenn mich das letzte Jahrhundert irgendwas gelehrt hat, dann dass es nicht möglich ist. Der Fluch lässt nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder Stormcaller gibt auf oder ich lasse die Abendliche sinken. Und wie es aussieht, wird nichts davon in der Zukunft eintreten. Was, wenn wir ihn verkämpfen? Aber Achtung, Stormcaller ist der fähigste Windmagier, den die Welt je gesehen hat. Wir haben keine Angst vor einem Kampf. Ihr denkt, ihr kommt gegen einen Kroll an, der eine albtraumhafte Parallelwelt beschworen hat, um seine Besatzung bis in alle Ewigkeit zu quälen? Hört mal, wenn ihr unbedingt das Schwert gegen ihn erheben wollt, dann sei es so, aber erst müsst ihr diese Windbarriere schwächen. Wo beginnen wir? Es gibt drei Blitzsäulen, die ihre Energie zum Strudel zurückleiten, indem er seinen endlosen Sturm kanalisiert. Wenn ihr gegen ihn antreten wollt, ist das der erste Schritt. Wo sind die Säulen? Selbst wenn ich es wüsste, könnte ich es in diesem Albtraum hier nicht sagen. Okay, wie wäre es für den Anfang mit einem Test? Meine Karte sollte unter Deck in der Küche hinter dem Mannschaftsquartier sein. Kommt ihr lebendig damit zurück, unterstütze ich euren Plan.
Eine Karte kommt sofort. Die Arme hier. Aua. Boom, 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 boom. Schade. Boom. Ja, die Sache ist halt die. Wie, wo geht's weiter? Okay, jetzt weiß ich wo. Ist schon cool, ne? Also Settings sind ja abwechslungsreich hier im Spiel. Yay! Oh. Ey, so einen Geist haben wir doch schon mal gesehen. Ja, kommt mal her. Hoffentlich seid ihr nicht so stark. Nee, zum Glück. Ich greife so an. Seelenreißer. Ich greife auch mal so an. Er ist ja eh down. Blasenwurf, natürlich können die Blasenwurf alle. Können alle. Neue Stufe, sehr schön. Wurde mal Zeit, wie lange haben wir gebraucht wieder? Gefühlt haben wir unendlich Kämpfe gemacht. Brauchen mehr MP, ja. Außer sie, bei ihr, ich brauche mehr Angriff. So. Ach so, verschwinden die Barrieren. Noch. Okay. Was war hier? Ah, hier ist die Kapitänskajüte. Herzhafter Eintopf. Sieht aus wie ein Logbuch. Mohlkröte Fischkuchen. Hauptsache, nehmen den Shit mit. Hier schläft die Kapitänin. Also runter. Mondrang. Ich finde die Angriffe so lustig eigentlich. Der hört nur irgendwann automatisch auf, ne? Kann das sein oder kann man die unendlich machen? Weil das glaube ich nämlich nicht. Muss das jetzt alles auf sie gehen? Zwei nur.
Und weg. Also Piraten-Setting mag ich, ne? Gott. Hier. Wir müssen alle erledigen hier. Das muss leider getan werden. Alle drei auf einmal hintereinander. Nice. Ja, komm. Mann, wie halten die denn aus, bitteschön? Das gibt's doch nicht. hat einfach. Ja, ich würde gerne alle angreifen, ne? Das greift auch normal an, ey. Ey, die halten aber auch aus. Das ist echt unverschämt, oder? Gott! Da ist ein Schatz auf jeden Fall. Oh mein Gott. Hier bietet sich so perfekt an gerade. Wahrscheinlich, wenn ich das Spiel wieder starte, dann muss ich hier weitermachen. Mach es ein Lager. Ja. Eieieiei. So, reden wir nochmal mit den Leuten. Hey, mit den Schildern? Na, eigentlich nicht. Hortens wirkt nett. Wir tun dir das Richtige. Hortens hat es wirklich drauf. Könnt ihr euch vorstellen, so lange durchzuhalten? Stormcaller, es wird Zeit, dass das jemand beendet. Ja, ich denke auch. Leute, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.